Energiemanagement für mobile Anwendungen. Andrea Meyer, Produktmarketingmanager Kontron Boards & More, zeigt, wie Kontron Entwickler hier unterstützt. Hightech-Anwendungen werden im Zuge der anhaltenden Miniaturisierung der Prozessortechnologie immer mobiler. Damit diese Beweglichkeit nicht durch enge Leistungsgrenzen eingeschränkt wird, benötigen sie eine effiziente Stromversorgung. Diese wiederum benötigt aber einen Entwicklungsaufwand. Und der Entwicklungsaufwand kann unter Umständen die Entwicklung bzw. die Marktreife des Produkts erheblich verzögern. Dazu hat Kontron als führender Embedded-Hersteller eine Möglichkeit geschaffen, dem Entwickler hier an die Hand zu gehen und eine wertvolle Unterstützung zu bieten. Das System, was sich dahinter verbirgt, ist eine modulare Plattform, nennt sich MARS, heißt Mobile Application Platform for Rechargeable Systems und ist ein Energiemanagementsystem für Computer- und Modules-Anwendungen. Damit der Entwickler überhaupt sieht, wie das Ganze funktioniert und damit er auch das Richtige für sein Produkt finden kann, haben wir hier ein Development Kit zur Verfügung gestellt für den Kunden, das sowohl natürlich entsprechende Anschlusskabel beinhaltet, als auch kurze Informationen anhand von der CD und unserem Produktfolder, wie auch natürlich das Kernstück, das Wichtigste, die MARS Development Plattform. Die MARS Development Plattform ist sehr modular aufgebaut. Wir haben 4 Funktionsblöcke auf der Plattform. Zum einen Eingangsspannungsregler, der mir die Eingangsspannung von 5 bis 28 Volt regelt und somit auch ermöglicht, dass ich ein ATX-Netzteil anschließen kann. Zum anderen habe ich den Dual Buck Boost Converter Out. Die Ausgangsspannung wird dadurch geregelt und der garantiert mir auch, dass wenn ich eine Batterie anschließe, die 12 Volt hat und aber mal drunter fallen kann, dass das entsprechend erhöht wird, die Ausgangsspannung. Dann das Herzstück von unserer Smart Battery Funktionalität ist integriert in dem Smart Battery Manager. Das ist der kleine Baustein hier, der eigentlich die ganze Kommunikation regelt. Der wiederum ermöglicht mir zum einen den Anschluss von 2 Batterien im parallelen oder seriellen Betrieb und verwaltet die Lade- und Entladevorgänge, die passieren während des Anschlusses und während das System über den System Management Bus kommuniziert. Der 4. Baustein auf unserer Plattform ist der Dual Buck Boost Converter Out, der mir wiederum eine ATX-konforme Stromversorgung garantiert und mir 5 Volt und 12 Volt Anschlüsse ermöglicht. Und mit diesem System kann ich dann als Entwickler entsprechend evaluieren und natürlich werde ich als Kunde und Entwickler nicht die ganze Funktionalität dieser Plattform benötigen, sondern kann das entsprechend anpassen auf mein System, was ich brauche, ob ich 1 oder 2 Batterien anschließen will, entsprechend umsetzen. Hier habe ich meine 2 Smart Batteries, die ich einerseits vorteilhafter mit Sicherheit, wenn ich sie aus der gleichen Batteriechemie anschließe, um einfach die optimale Effizienz rauszubringen. Das heißt, dadurch habe ich ein langsameres Entladen, auch ein gleichmäßiges Entladen von den beiden Batterien und habe aber auch ein schnelleres Aufladen auf der anderen Seite, wenn sie parallel geschalten sind und die gleiche Chemie haben. Wenn ich es sequenziell entladen will, kann ich natürlich auch eine unterschiedliche Batteriechemie wählen, muss die aber so geschickt auswählen, dass das dann auch wieder irgendwo Sinn macht und zusammenpasst. Klar, man kann es auch so aufbauen, das System. Ich nehme eine Backup-Batterie und lade dann wiederum, wenn ich ans Netzteil gehe, das ganze System und kann damit den Batterien entsprechend variieren. Also habe dann meine Backup-Funktion garantiert und kann durch diesen ganzen modularen Aufbau entsprechend wiederum meinem Gusto, meinem gebräuchlichen Systemanpassungen vornehmen. Wenn ich als Entwickler dann evaluiert habe anhand meinem System, weiß, was ich brauche in meiner Umsetzung auf dem Baseboard, ist beispielsweise so eine Lösung denkbar. Ich habe hier ein sehr kompaktes und komplexes Baseboard. Die Batteriefunktion ist hier integriert. Kann hier eine Batterie anschließen mit 12 Volt. Damit hat das Ganze eine Leistungsaufnahme, das Carrierboard allein von 2 Watt, das Modul von 6 Watt. Wie gesagt, das Ganze ist ausgelegt für eine Smart Battery für 12 Volt. Dieses kompakte und komplexe Carrierboard mit dem Nanomodul integriert ist wiederum
der Baustein, der zugrunde liegt für dieses mobile Gerät. Heutzutage, die Mobilität habe ich natürlich im Ultraschallscanner, in tragbaren Info- und Kassensystemen, in Game-Controllern oder auch in Diagnosegeräten. Das heißt, ohne Smart Battery Management, ohne ein Energiemanagementsystem wäre die Mobilität heutzutage fast nicht realisierbar.